Hallo meine werten Freunde und willkommen hier mal zu einem Video der etwas anderen Art. Ich habe hier heute ein kleines Unboxing für euch vorbereitet von meinem Weihnachtsgeschenk. Und für den Fall, dass sich der ein oder andere wundert, ich war gerade auf einer guten alten Familienfeier an Weihnachten. Deswegen bin ich halt etwas schicker angezogen als normal. Aber nichtsdestotrotz machen wir das Ganze hier mal ein wenig professioneller. Ihr seht auch schon eine ganz andere Perspektive. Das liegt daran, dass ich ein Stativ mittlerweile habe. Und ja, schauen wir doch mal, was wir hier so Schönes beisammen haben. Und damit gibt es dann auch gleich noch eine schöne Ankündigung. Also zum einen, da muss ich mal kurz was machen. So, man muss ja nicht mit den Preisen... Alles weg? Ja, alles weg. Man muss ja nicht mit den Preisen angeben. Und zwar habe ich hier zum einen drin Animal Crossing New Leaf mit der Welcome Amiibo Edition. Dann einmal die Nintendo Select von Ocarina of Time 3D. Und einmal Majora's Mask 3D. Ja, an der Stelle mal eine kleine Ankündigung. Ich bin schon die ganze Zeit am Suchen bzw. am Überwachen, ob irgendwann für den Nintendo 3DS XL ein Umbau möglich ist, womit man eine Capture Card dann dort einbauen kann. Sofern das die Möglichkeit ist, werde ich dann auch Videos dazu aufnehmen, denn hier habe ich drin auch noch einen wunderschönen New Nintendo 3DS XL. Schickes Ding. Packen wir auch gleich nochmal aus. Und noch was ganz besonders Geiles, und zwar eine Tasche für den 3DS in einem total geilen Zelda-Design. Das machen wir mal gleich alles auf. So, ich bin mal gespannt, wie sich das wohl... Wow. Geiles Ding. Ist eigentlich nur eine Lasche davon? Ja, ist nur eine normale Lasche. Schickes Teil. Mal auch aufmachen, mal gucken. Ja, da drin sind halt zwei Stifte. Kann ich auch mal zeigen, stimmt, weil das sind ja besondere Stifte. Und zwar haben wir hier einmal ein Master Sword Stift und einmal ein Hylia Schild Stift, die hier vorne Platz finden. Und ansonsten ist, weiß gar nicht, gibt es in der Tasche noch was drin? Schauen wir mal. Ja. Ching! Und ching! So. Oh, das fühlt sich ja cool an. Schöner Stoff. Mal kurz für die Kamera. Das ist cool. Ist noch so ein normaler Zettel mit bei. Noch was drin? Nö. Reicht auch. Geiles Ding auf jeden Fall. Also ist auch schön aus Leder. Und hier unten, ich weiß gar nicht, ob man das richtig sehen kann. Hier mit der Spiegelung, das sind die Zelda. Und hier oben ist halt auch, das sind alles Eingravierungen. Hier oben nochmal der Triforce Adler. Voll cool. So, dann mal zum Gerät selber. Ah, da muss ich nicht erst was wegschneiden. Ha! GG. Tonqualität ist wahrscheinlich auch ein bisschen anders, weil ich das Mikrofon jetzt nicht zwingend im Bild haben wollte. Weil im Bild selber ist ja das Wichtigste das, was ich hier auspacke. Und zwar... Wir machen das mal kurz anders. So, jetzt mal ein wenig besser. Da haben wir hier... Okay. Ein Päckchen Karten. Das User Menu. Ah, da kommen wir jetzt zu dem, was wirklich wichtig ist. Hier ist die Lasche. So. Na? Wow, das wäre fast schief gegangen. Aber auch noch was. Oh, hier. So, ich werde nichts kaputt machen. Und hier ist er nun. Die Stunde der Wahrheit. Ein niegelnagelneuer New Nintendo 3DS XL. Ist auch ganz schön groß, finde ich gut.
Also, ich habe jetzt ohne Witz, ich habe wirklich noch keinen 3DS XL gesehen. Ich habe halt nur den normalen gesehen bis jetzt. Ist auch ein schönes Finish. Auf jeden Fall, dass sich Leute fragen, warum ich den in Weiß genommen habe. Und keine Special Edition oder sowas. Und unten ist der Stift drin. Oh, der sitzt aber fest. Das ist gut. Muss ich mir keine Sorgen machen, dass ich den verliere. Ein AC-Adapter. Was da? Auf jeden Fall, dass sich jemand fragt, warum ich den in Weiß genommen habe. Und zwar habe ich gesehen, es gibt transparente Schalen, die man hier aufklippen kann. Und ich würde das Ganze dann so handhaben, dass ich mir die irgendwann hole, wenn ich ein Design habe und mir dann ein Design dafür mache, also die Größe einscanne, mir ein Design dafür mache und die dann unter diese transparenten Schalen mache, dass ich mir sozusagen mein eigenen 3DS designe. Ist aber cool. Also der liegt echt gut in der Hand. Ist auch, man kommt sich vor, als hätte man was in der Hand. Aber was halt nicht so übertrieben groß ist. Also es ist halt schon gut groß, aber nicht übertrieben groß. Ist halt cool. Ja. Nicht schlecht. Die Spiele packe ich jetzt nicht zwingend aus. Ganz wichtig für den Fall, dass sich jemand mal selber sowas holt. Es ist kein Ladekabel mit bei. Ja? Es ist alle. Das war alles. Nur der 3DS ist da drin und das User Manual. Allerdings habe ich durch meine Recherchen, die ich betrieben habe, herausgefunden, dass auch das Ladekabel seit dem DSi nicht geändert wurde. Ist ja eigentlich nicht Standard, dass sowas der Fall ist. Zum Glück haben sie es nicht geändert seitdem. Das heißt also, dadurch, dass ich nämlich auch ein DSi habe, kann ich mir ohne Probleme mein 3DS XL aufladen. Hat seine Vorteile, muss ich mal so an der Stelle sagen. Ja, ich packe den jetzt erstmal wieder ein. Und dann gibt es jetzt gleich nochmal einen wunderschönen Komplett-View in angerichtetem Bild. So, und hier nochmal die komplett angerichtete Variante. Mit meiner Tasche, meinem 3DS XL und den drei Spielen. Also ich werde damit auf jeden Fall sehr viel Spaß haben. Ich bin nochmal gespannt, wie das Video jetzt hier geworden ist, weil es das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Und mein Setup vielleicht nicht ganz optimal ist. Definitiv nicht optimal ist. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal freuen, sofern es möglich ist und eine Capture Card einbaubar ist, werden Let's Plays dazu kommen. Und ja, ich danke recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da. Auf jeden Fall, dass ihr keine Funk verpasst, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, Peace out, euer Kunze-Play.